So, einmal der Milchkaffee. Danke. Oh, ja. Und der Doppelschusslatte. Danke. Bitte schön. Sag mal, was ist denn mit Thomas und dir? Weißt du was? Ich fahre nach Indien. Hä? Ich war im Reisebüro vorhin. Ich habe schon gebucht. Echt? Hm, warte. Aber weh, du lachst. Nee. 2 Monate Intensivkurs im Zentrum für Lichtnahrung. Was? Ja, 2 Monate? Das macht diese Frau, Jasmo Hehn. Die war letztes Jahr total oft in der Presse. Hast du bestimmt schon von gehört. Nee. Also auf jeden Fall, die ist schon ganz alt, über 70. Und hat seit über 30 Jahren nichts mehr gegessen. Also ich meine jetzt keine feste Nahrung. Ist das nicht irre? Ja. Ja, okay. Ich weiß, wie das klingt. Mhm. Pass auf, das funktioniert durch so eine ganz spezielle Meditation, Prana-Meditation. Und dann wird es irgendwie durch die Lichtphotonen vom Sonnenlicht so im Körper umgewandelt, dass es genau zu den Vitalstoffen produziert wird, was jeder Mensch individuell gerade braucht. Ah, stell dir mal vor, was für eine Freiheit, nichts mehr essen und trinken zu müssen. Kannst du dich noch erinnern, was bei deinem letzten Urlaub passiert ist? Ja, du bist von Affen ausgeraubt worden. Da gibt's keine Affen. Und was ist mit Thomas? Also das ist was, was ich ganz alleine für mich mache. Du kriegst nur wieder Schiss und haust ab. Das ist es nämlich. Nee, ich finde, so eine Reise sollte jeder mal machen. Meine Chefin hat das auch mal gemacht. Aber dann ist dieser Vulkan auf Island ausgebrochen und die konnte nicht fliegen wegen der Aschewolke. Dabei hat sie es echt nötig gehabt. Ich komme damit. Nein, echt? Mhm. Du kommst mit nach Indien? Ja. Wir fahren nach Indien. Wir fahren nach Indien. Frühstück. Ach, danke. Guten Hunger. Morgen. Morgen. Wie siehst denn du aus? Wieso? Du siehst aus wie so ein plattgefahrenes Eichhörnchen. Ich bin ein bisschen durchgefallen. Sag mal, was ist denn los mit dir? Florian? Florian? Mhm. Der, von dem du schon seit Wochen schwärmst? Sag mal, warum hast du mir nichts erzählt? Das ging gestern Abend alles ganz schön schnell. Wie war's? Gut. Ist das was Ernstes? Cool. Morgen. Hey, müssen wir euch die Handtücher? Ein bisschen Material. Ich werde es noch was vergessen. Ich mach wieder los, ja? Was nur? Ich packe. Wofür? Ich gehe weg. Ich kann nicht alleine wohnen. Ich brauche dich doch. Wozu brauchst du mich denn? Damit der Kühlschrank immer voll ist. Ich mach ja alles. Du machst überhaupt gar nichts. Ich fühl mich so verarscht von dir. Wusste ich nicht.
Such dir einen Job. Es tut mir leid, okay? Kommst du wieder? Ich melde mich.